Moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4. Wir sind in den Burial Chambers, den Grabkammern. Burial Chambers? Wenn ich die Facecam anmache dann, und wenn ich sie ausmache, dann verschwindet mein Spiel immer kurz. Das Spiel geht einfach mit weg. Und nochmal. Komisch, naja. Ist halt ein altes Spiel. Ich bin echt schock. Schock bin ich. Dass wir schon die Uzi haben, ist ja Wahnsinn. Ich dachte, die kriegt man erst in... Später. Naja. Whatever. Dieses Level ist sehr berüchtigt dafür, dass es mit allerhand Fallen versucht, unser Leben schwer zu machen. Daher trinke ich erstmal einen Schluck Tee. Okay, hier kommen nämlich Stacheln aus dem Boden, wenn man zu langsam ist. Aber wenn man geübt ist, so wie ich, dann passiert das doch nicht. Man hebt einfach das Ding auf, dreht sich nach links und springt. So, fertig. Und gleich noch ein Secret eingesammelt, Schrotflintenmunition. Perfekt. Hier kommen, glaube ich, Feinde, oder? Nein. Oh, der Mauszeiger ist im Weg. Ups. Meine Maus klebt. Bah, ekelhaft. Was für ein Saustall. Das sieht ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Oh Gott, ja. Das ist die nächste Falle. Ein Ring aus Stacheln. Das können wir wie folgt umgehen. Wir müssen uns einfach hier so seitlich hinstellen. Mein Desktop hat gerade geflackert. Ich glaub's nicht. Jetzt warten wir, bis die Stacheln weg sind. Und machen einen Seitwärtssalto. Ganz einfach. Diese Phasen hier können wir zerschießen. Dort sind immer wieder nützliche Items drin. Sollte man sich nicht hingehen lassen. Wie zum Beispiel ein kleines Medipack. Hey, das kann man gebrauchen. Hebt das auf. Mann. Steuerung. Naja, man kann hier auch ganz stylisch durchspringen. Ich glaube, hier muss man sogar mit dem Rückwärtssalto rein, weil da geht's runter. Ich speichere oft, weil es halt echt gefährlich ist hier. Oder auch nicht. Okay. Und dann kommen wir schon zur nächsten Falle. Mann, sieht das nicht gut aus hier. Hm. Die Hand des Orion. Orion. Also dieses Geräusch, das habe ich anders in Erinnerung. Na egal. Hier unten liegt ein Medipack, das weiß ich. Oh Gott, es ist laut. Boah. Schnell raus hier. Wisst ihr, ich verstehe einfach nicht, wie man das Zeug da aufheben kann, ohne zu sterben. Achso, doch, ich weiß wie. Nein! Vergesst es einfach. Hebt es nicht auf. Super. Mein Gott, ey, das Ding ist ja lauter als, naja.
So, da wären wir also im Grabmal des Seth. Seth. Naja. Hier in den Ecken liegt Munition. Man hört die Falle einfach immer noch, ey. Oh. Da hat der Soundingenieur bestimmt gefragt, hey, yo, Boss, wie laut sollen wir die Falle nochmal machen? Und der Boss meinte so, ja. So laut, wie es geht, oder was? Naja. Ich glaube, wir können einfach, können wir einfach das Ding da hochbrechen, rausbrechen? Warum hat sie... Ich verstehe halt nicht, warum hat sie nochmal das... warum will sie das haben? Warum will sie den... das Amulett des Horus haben? Das habe ich nie verstanden. Ich meine, dadurch fängt jetzt halt voll die Scheiße an. Und das ganze Spiel dreht sich darum, dass sie die Scheiße, die sie verursacht hat, wieder gerade biegt. Aber warum hat sie überhaupt... Warum will sie das überhaupt haben? Was bringt das Amulett des Horus? Was soll das? Ach ja. Diese Mumien werden zu Leben erwachen. Ah, und dann werden sie uns umbringen. Nein, natürlich nicht. Vielleicht. Man kann sie niederballern. Also dann fallen sie auf den Boden. Aber man kann sie nicht umbringen. Hä? Wieso kann ich das nicht schieben? Ah, hinter der Mumie hat sich eine Tür geöffnet. Wie heißt das noch gleich? Ergonomisch. Hallo. Klingt wie ich. Ja. Zum Glück sind diese Mumien ziemlich langsam. Und ziemlich blöd. Also, eine echte Gefahr ist das nicht. Aber, man will es ja nicht übertreiben. Man darf ja, ne, man muss ja sich nicht unnötig in Gefahr begeben. Ich habe auch noch nie wirklich viel Zeit. Ich habe einmal probiert, wie lange es dauert, so eine Mumie wirklich niederzuballern. Aber es dauert sehr lange. Plot Twist, es dauert sehr lange. Macht es nicht. Es lohnt sich nicht. Denkt gar nicht erst dran, irgendwie eure Waffen zu benutzen. Weil die Mumien, also man muss irgendwie gefühlt 2 Stunden auf sie einballern. Und dann fallen sie zu Boden, bleiben ungefähr 2 Sekunden liegen und stehen wieder auf. Ah, stimmt, hier muss ich das Zeug einsetzen. Das habe ich noch gar nicht. Okay. Hier kann ich noch nicht rein. Das ist der Ausweg, den wir nachher nehmen müssen. Oi, hallo! Dich gar nicht gesehen, Kumpel. Wie alt müssen diese Hunde sein? Ich meine, dieses Grab wird ja nicht gepflegt, oder? Also, ich glaube nicht, dass es hier einen Hausmeister gibt. Bei den ganzen Fallen und Stacheln und sowas. Der muss ja ein wahnsinniges Gehalt bekommen bei der Gefahrenzulage. Also, allgemein, ich meine, wer hat die Fackeln angezündet, die an der Wand hängen und brennen? Das frage ich mich auch immer. So unrealistisch. Muss ich jetzt rückwärts springen? Nein. Einfach hoch. Und die Vasen zerballern. Bam. Bam. Schrotflintenmunition ist immer gut. Ich weiß gar nicht, wie viel man jetzt hier in diesem Spiel pro Kiste bekommt. 2? Ich glaube 6. Ja, aber sind ein bisschen großzügiger geworden. Da liegt eine Mumie. Schau mal, eine Mumie.
zwei Mumien, die auf dem Boden liegen. Nimm dir das Schlangenamulett. Was war das? Hat sich jetzt die Tür geöffnet? Nein, da. Okay. Super. Oh nein! Eine Falle! Ah! Lauf! Ah! Okay. Das war knapp. Dieser Sand hätte uns nach oben gedrückt gegen die Stacheln. Ich sage, oh, oh Scheiße. Oh Gott. Ich dachte, jetzt sterbe ich. Oh mein Gott, das war knapp. Und ich glaube, ich habe gerade verkackt, oder? Weil da oben war eigentlich... Durch das Loch hätte man eigentlich nicht fallen dürfen, oder? Ach, never mind, doch. Ich dachte, jetzt wäre alles vorbei. Ja. Hier so rüber, ein paar Hunde umbringen. Na, da sind sie ja. Guck mal, da, da. Da sitzen sie und warten auf irgendwas. Ich meine, so diese ganze Kultur so, ne, mit den antiken Ägyptern und so, das ist ja schon so ein paar Jährchen her, so ein paar tausend Jahre bestimmt so, ne. Und, man muss sich mal vorstellen, du bist so ein Hund und sitzt da irgendwie tausend Jahre lang in diesem scheiß Grab rum, nur um dann von einer großbusigen Frau innerhalb von 3 Sekunden abgeknallt zu werden. Das ist mal ein richtig schlechtes Leben, naja. Anyway. Oh nein! Ah, fuck, ich bin schon wieder so dumm zum Kacken hier. Naja. Dieses Rätsel hier, ich will es gar nicht Rätsel nennen, weil es schon wieder so ein Zeug für Erstklässler ist. Die Munition hole ich mir nicht. Es ist ein Zylinder, den man drehen muss, um an die Schalter zu kommen. Oh, scheiße. Habe ich eigentlich die Hand des Orion? Nein, habe ich nicht. Mein Tee wird kalt. Ich muss meinen Tee trinken. Zieh dich hoch, Lara. Warte mal, kommen jetzt die Stacheln raus? Kommen hier Stacheln raus? Oder nicht? Nein. Cool. Tee trinken. Gut, hätten wir das auch erledigt. Okay. Gibt es hier keinen Quicksave? Das frage ich jedes Mal. Ich habe das schon. Es gibt sicher einen Quicksave. Weil die PC-Versionen haben einfach das. Das haben die einfach. Es gibt einfach einen Quicksave. Es muss einen geben. Hat sich jetzt. Welche Tür hat sich nochmal geöffnet? Die da unten? Ja. Es muss irgendein Quicksave geben. Weil, wie gesagt, es gab in den. Es gibt einen, ich glaube F5 oder irgendwas. Aber bevor ich hier auf irgendeine Taste drücke, drücke ich lieber gar nichts. Ich glaube, ich werde ein bisschen vorspulen, damit wir... Denn ich glaube, das Rätsel ist ein bisschen langweilig. Also ich werde jetzt wahrscheinlich das Video ein bisschen schneller machen. Und einfach nichts mehr sagen. Haha. So, wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt gehen wir hier ins Grab hinein, setzen unsere beiden Artefakte ein und verpissen uns aus diesem Grab mit diesem völlig nutzlosen Amulett des Horus, welches nur Unheil über die Welt bringt, aber Lara möchte es halt gern haben. Warum auch immer, weil ihr Moralkompass einfach ziemlich low ist. Das wissen wir ja schon, spätestens seit dem dritten Teil, wo sie einfach mal eine Nuklearrakete vielleicht
oder eine Atomrakete, was das gleiche ist, oder irgendeine andere Rakete startet. Naja, jetzt müssen wir aber überleben, die Mumie in Schach halten. Und das war's. Ich werde auch hier wieder ein bisschen abkürzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seht ja, wie lange man auf die Mumie einballern muss, bis sie mal umfällt, ja? Ich speichere mal kurz ab und ich zeige euch mal, wie lange sie liegen bleibt, wenn man sie mal endlich mal umbringt. Dafür nehmen wir die Uzi. So. Seht ihr, wir ballern jetzt schon die ganze Zeit auf diese scheiß Mumie ein. So, da liegt sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Sekunden. Also, tut mir leid, aber das lohnt sich meines Erachtens nach überhaupt nicht. Naja. Let's verpiss uns out of this grave, Alter. Let's verpiss uns. Cutscene. Nun haben wir das fünfte Level erreicht und es wird einfach nur geballert und es ist sehr actionreich. Das Level gefällt mir. Deswegen mag ich auch dieses Spiel so gerne, weil es einfach so cool und actiongeladen ist. Ja. Also es kommen hier ganz, ganz viele böse Menschen. Wir müssen einfach ein bisschen in Bewegung bleiben, um nicht getroffen zu werden. Alter, ich werde beschossen. Hallo? Ey, wenn mir das jetzt Leben abzieht, dann schrei ich. Hallo? Ey, diese scheiß Cutscene. Hallo. Okay, jetzt habt ihr kein Leben abgezogen. Gut. Okay. Passt, Alter. Noch einer. Ich habe ja noch einen gehört. Ah, da. Okay. Passt. Gut. Das waren ungefähr 8 Stück oder so. Lassen alle an Zeug fallen, tatsächlich. Lohnt sich voll. Also ich würde auf jeden Fall... Das Gute an diesem Spiel ist echt, dass die menschlichen Feinde... Das Level heißt übrigens Tal der Könige, sorry. Das Gute an diesem Spiel ist, dass die menschlichen Feinde eigentlich immer was fallen lassen. Munition, Medikits. Also Munitionsmangel hat man hier eigentlich nicht. Ich habe immer so ungefähr... Boah. Ich glaube, ich habe in diesem Spiel immer so 100 Schrotflinten-Munition am Ende gehabt. Weil ich benutze einfach nur die Pistolen, weil die sind in diesem Spiel tatsächlich gar nicht so scheiße. Also ihr habt ja gesehen, diese menschlichen Feinde sind eigentlich recht schnell totgegangen. Kann man sich jetzt nicht beschweren, oder? Finde ich nicht, nee. Gut. Manche Feinde sollte man mit anderen Waffen umbringen. Zum Beispiel so diese Riesenskorpione oder so, die später noch kommen werden. Spoiler. Riesenskorpione. Aber ja, eigentlich kann man mit den Pistolen hier recht viel reißen. Auch sehr viel zerreißen. Was ist hier eigentlich? Ist das ein Secret? Nee, okay. Das ist bloß so eine Spawning-Ecke für die Feinde, anscheinend.
damit die Feinde irgendwas zum Spawnen haben. Da hinten liegt ein... Oh, schon, was hier alles liegt. Oh mein Gott, schaut euch das an. Das liegt hier. Dann liegt hier ein großes Medipack. Irgendwo liegen hier auch Zündschlüssel für den Jeep. Ja, nee, hier nicht. Irgendwo. Irgendeiner der Feinde lässt Zündschlüssel fallen. Wahrscheinlich der beim Auto. Wahrscheinlich. Es gibt noch ein Secret da oben. Da oben müssen wir auch irgendwie hin. Ich weiß wie. Nicht von hier. Springen hier so diagonal hin. Ah, es hat geklappt. Ja, geil. Und dann nach geradeaus. Und hier oben findet man allerhand nützliches Zeug. Man kann sich auch gleich am Anfang hier oben hinstellen und alle umbringen, aber das empfehle ich nicht. Das macht nämlich keinen Spaß. So. Einfach alle Feinde feige von oben abballern macht auch keinen Spaß, oder? Nein. Ja. Nein, ja, nein. Ja, um runterzukommen, könnt ihr einfach hier runterrutschen. Oh nein! Oh. Da hat mir fast Schaden genommen. Das wäre ja scheiße gewesen. Gut. Holen wir uns mal die Zündschlüssel. Wo sind die Zündschlüssel? Hier sind die Zündschlüssel. Nein, das ist Uzi-Munition. Wo sind die Zündschlüssel? Müsste man eigentlich ganz leicht sehen, weil der Boden ist sehr hell und die Items sind sehr dunkel. Wo ist der Zündschlüssel? Habe ich den schon aufgehoben? Ach, ich habe ihn schon aufgehoben. Haha. Ja dann, mal let's go. Oh, er ist weg. Normalerweise würde er jetzt losfahren. Da gab es wohl einen kleinen Spielfehler. Naja, egal. Ich glaube, dieses Spiel wurde von Jeep gesponsert, weil es ist eindeutig ein Jeep. Und mit dem überfährt man Menschen. Ja, in den 90ern hatte man sich noch nicht so mit den Gewaltverherrlichungen. Wow. Wow. Hier gibt es zwar einige Secrets, aber die interessieren mich jetzt nicht. Du, ah! Okay. Nein, aber damals war es noch ein bisschen... Ach so, scheiße, ich habe gar nicht gespeichert. Nee, aber damals war es noch ein bisschen lockerer mit den ganzen Sachen und so. Damals konnte man auch nicht wirklich rassistisch sein. Da gab es Werbung. Da wurde über, was weiß ich, was für Leute gesprochen. Damals durfte man ja auch noch Negerkuss sagen. Das darf man ja auch nicht mehr. Die Musik ist aber echt gut von dem Spiel. Da, da, da. Yeah, boom. Wir überholen ihn. Bremsen! Das war übrigens schon das Level. Es ist das nächste Level. Aber hier können wir uns mal kurz Zeit nehmen und aus dem Auto raus. Und die Musik hört sofort auf. Nein. Hier gibt es nämlich auch einige Items, die ich gerne einsammeln möchte. Ich wollte eben irgendwas sagen. Diese ganze Jeep-Szene. Ist so gut gewesen einfach. Und ich glaube, dass da oben noch was drin liegt. Scheiße, er fährt los. Na egal. Er kann uns eh nicht wegfahren, tatsächlich. Wenn wir ihm hinterherfahren, dann schießt er nur seine scheiß Granaten auf uns. Und das wollen wir ja nicht. Nein, also man muss ihm eigentlich nicht hinterherfahren. Er kann eigentlich nicht entwischen. Weil dieses Spiel kennt keinen. Oh, der Feind ist dir entwischt.
Du hast verloren. Nein. Hä? Das Level heißt einfach mal KV5. Also es gibt doch ein. Also es gibt. Es gab doch mal einen Panzer der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg, der KV5 hieß. Ja, das weiß ich, weil ich World of Tanks gespielt habe. Hahaha. Geiles Spiel übrigens. World of Tanks kann ich nur empfehlen. Wie fährt man eigentlich rückwärts? Wie fährt man rückwärts? Hallo? Gar nicht, okay. So. Hier müssen wir parken. Denn unser Ferrari passt hier leider nicht durch. Denn das Tor ist zu. Aber ist gar kein Problem. Das Tor macht man ganz einfach auf. Man macht nur einen Schalter. Übrigens, eine neue Mechanik in diesem Spiel wird jetzt hier gleich introduced. Nämlich Schalter. Schalter, oh Mensch, ja, die gab es auch schon im ersten Teil. Aber Schalter, die man betätigen muss, indem man sich an sie ranhängt. Das gab es in den anderen Teilen nicht. Welcher Spast schießt auf mich? Welcher Hurensohn schießt auf mich? Du! Hier unten ist ein Secret übrigens. Wollte es nochmal gesagt haben. Ah, du schießt auf mich. Tja, zu blöd, dass du nicht durch das Geländer durchschießen kannst. Du blöde Nuss. Huch. KV5, ja. Kings Valley 5 heißt das völlig, ja. Auf Deutsch heißt das Level eigentlich das fünfte Grabmal im Tal der Könige. Und das ist auch ausgeschrieben. Also, ich weiß nicht, warum es hier KV5 heißt. Also, der Platz ist genug da für die ganzen Buchstaben. Es hieß wirklich auf Deutsch, das steht auch so im Speicherslot, das fünfte Grabmal im Tal der Könige. Und, glaube ich zumindest. Ich meine, dass es so heißt. Naja. Jedenfalls, woran liegt's? Wieso schreibt man das nicht aus? Oh. Und was lässt du fallen? Gar nichts. Übrigens auch, ich hätte beinahe geladen. Übrigens auch interessant, die Leichen verschwinden hier einfach, oder? Verschwinden die Leichen hier auch? Ja, die Leichen verschwinden einfach. Da hat es wohl schon so angefangen, dass man das Spiel ein bisschen jugendfreundlicher machen muss. Und die Leichen verschwinden einfach nach ein paar Sekunden. Aber die Bluteffekte, die sind unverändert. Die sind sogar besser. Besser. Für die Verhältnisse. Dass es ein PlayStation 1 Spiel ist. Gute Blutverhältnisse. Gut, gut. Gutes Blut, Blutausbeute. Man sieht es kaum, aber da ist ein Seil. Das Seil will ich haben. Und dann schwingen wir uns hier rüber. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich eins an diesem Spiel hasse. Es ist wirklich das Beste von den alten Tomb Raider-Teilen. Ja, der vierte Teil ist der beste. Aber wenn ich eins hasse, dann sind diese dummen Seile, an denen man sich lang schwingen muss. Das ist so dumm. Naja. Verstehe auch nicht ganz diesen Sinn von diesen Hängeschaltern. Vor allem die Soundeffekte, wenn sie dagegen springt. Dieses Duff. Das Geräusch, wenn ihre Kniescheiben an die Wand knallen. Stelle ich mir nicht so geil vor eigentlich. Stelle ich mir voll schmerzhaft vor. Aber, oh ja, gut. Sie ist eine taffe Frau. She's a tough woman. Hier ist gar nichts. Was ist denn das? Ich dachte, hier wäre irgendwas. Voll der Betrug. Das Spiel ist voll der Betrug. Da habe ich auch erwähnt, dass das der längste von den alten Spielen ist. Das längste von den alten Spielen. Der längste Spiel, Alter. Nein. Doch, habe ich. Hey. Dabei ist es gar nicht so lang, glaube ich. Keine Ahnung. Hier ist, glaube ich, ein Secret irgendwo. Ja, da liegt ein Medipack. Ah, rückwärts. Wie kann ich denn rückwärts fahren? Ich will rückwärts fahren. Hallo. Ach.
Ja, wieder vorwärts, wie geht das? Ey, Lara, ich will vorwärts fahren. Ich glaube, ich bin jetzt im Rückwärtsgang hängen geblieben. Naja. Was soll's? Ja, voll scheiße. Wie kann man denn wieder vorwärts fahren? Hey, es ist so geil einfach. Jedes fucking Actionspiel hat einfach eine ganz einfache Fahrzeugsteuerung. Man bremst und wenn man stillsteht und auf die Bremse drückt, fährt man rückwärts. Das ist für ein Actionspiel vollkommen ausreichend. Aber die machen hier scheinbar eine Wissenschaft draus, wie man hier rückwärts fährt und vorwärts fährt. Was soll's? Mir egal. Wow, das Loch. Nicht ins Loch fallen, Lara. Ich schubs dich runter, du Stück Scheiße. Und rein ins Loch. Das ist ein geiles Spiel. Ich liebe es. Das ist auch ein geiles Spiel. Es ist unglaublich einfach. Da haben die wirklich alles gegeben. Und das war's. Katz. Tja, nun wird doch einiges klarer, oder? Da versteht man die Story doch besser. Wir sind jetzt im Tempel von Karnak. Nicht von Karnak. Sondern von... Sorry. Karnak. Jetzt wird mein Video bestimmt wieder demonetarisiert, weil ich Karnaken gesagt habe oder sowas. Nein, egal. Aber das ist eine Sache für ein anderes Video. Ich bedanke mich viel immer fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ihr kann